Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Also ich muss sagen, ich war in den letzten Wochen etwas erschrocken über manche politische Reaktion auf das bekannt gewordene Defizit der Dokumente. Und auch wenn wir jetzt zum Glück alle betonen, aus der Situation kein parteipolitisches Kapital schlagen zu wollen, kann man manchen Akteuren den Vorwurf nicht ganz ersparen, dass da die finanzielle Situation der Dokumenta-Gesellschaft dazu genutzt wurde, mir nochmal nachzutreten, nachdem eigentlich von Anfang an die ganze Richtung wohl nicht gepasst hat. Also gerade zum Beispiel dafür ist der Titel der Pressemitteilung der CDU-Fraktion vom 13.09. Dokumenta nun auch finanziell gescheitert, womit sie ja implizieren, dass die Dokumenta insgesamt, also auch künstlerisch und konzeptionell, ein Flop gewesen wäre. Sie sparen weiteren mit dieser PM vom Ausverkauf der Dokumenta nach Athen, aber worum es Ihnen doch eigentlich ging, ist die Sache an sich, nämlich eine Ausstellung, die sich nicht als Repräsentations- und Wohlfühlkunst für die Kasseler Renovation in Szene setzt, sondern sich mit Krieg und Rassismus, mit Ausbeutung und Unterdrückung im globalen Zusammenhang auseinandersetzt. Also eine politische, kontroverse, gesellschaftskritische Gegenwartskunst. In Farben fand ich dabei vor allem den Appell an die inneren Instinkte, etwa der Hetze gegen die vermeintlichen faulen Pleitegriechen, die nicht mit Geld umgehen können. Und ich muss sagen, ich kann nur davor warnen, solchen Versuchungen nachzugeben. Denn das, was dabei bedient wird, ist eine kleingeistige Gartenzwergmentalität, die, wenn sie durch politische Kampagnen mobilisiert wird, sich gegen jede Ausdrucksform kritischer Reflexion von Kunst und Gesellschaft richtet. Da wurden ja in den letzten Wochen auch einige Mythen verbreitet. Da ist dann zum Beispiel das berühmte Marmorzelt, dessen Transport nach Kassel angeblich einen sechsstelligen Betrag gekostet haben soll. Also meine Informationen sind da ja ganz andere. Oder da ist dann die Rede von den Barbeträgen, die im Geldkoffer nach Athen gebracht wurden. Welche Doppelmoral! Selber eine Politik gut zu heißen, die Griechenland und seine Bevölkerung auf ein dritte Weltniveau katapultiert und in einen permanenten Ausnahmezustand gebracht haben. Und dann zu skandalisieren, wenn die Rahmenbedingungen einer Kunstvorstellung in Athen, der konzeptionell mitgetragen hat, dann eben auch unter entsprechenden Bedingungen laufen. Sicherlich. Ein Defizit von, soweit bisher absehbar ist, 5,4 Millionen Euro ist ärgerlich. Und zu den strukturellen Veränderungen, über die ernsthaft diskutiert werden muss, gehört sicherlich auch ein effizienteres Controlling. Klar. Aber sprechen wir es doch einmal aus, wie es ist. Die weltweit größte Kunstausstellung mit einem ambitionierten Konzept und zwei Standorten im Rahmen eines Etats von 34 Millionen Euro zu realisieren, davon gerade einmal 2 Millionen für den Standort Athen, ist ein schwieriger Drahtseilakt. Und das war, wie allenthalben zu vernehmen ist, eigentlich allen Beteiligten von Anfang an klar. Angesichts dieser Unterfinanzierung spricht dann etwa der Stuttgarter Kunsthistoriker Hans-Dieter Huber zu Recht von einer turbokapitalistischen Ausbeutungssituation. Man mag den Begriff manchmal etwas gigantomanisch finden, aber letztendlich ist das immer noch auch ein Kratzen an der Oberfläche, denn der Zwang, mit möglichst geringem Aufwand den höchstmöglichen Ertrag, die größtmöglichen Besucherzahlen, die spektakulärstmöglichen Superlative zu generieren, setzt sich ja dann auch fort in den Feinstrukturen. Und es ist aufschlussreich, dass in dem Zusammenhang, nicht viel, das ist ja auch nicht der Ort dafür, aber seit Wochen eigentlich nur darüber geredet wird, was die Ausstellung kostet, aber nie darunter, unter welchen teilweise doch höchst prekären Bedingungen Künstlerinnen und Künstler in vielen Fällen für die Dokumente auch gearbeitet haben. Wenn wir einmal nicht nur die Spitze des Eisbergs sehen, sondern auch die vielen weniger prominenten Beteiligten an dieser Mammutausstellung, sehen wir realistischerweise eine strukturelle Ausbeutungssituation, auch hier, und die unterläuft tendenziell letztlich auch den Gesellschaftsanspruch der Kuratoren. Dennoch, dass das Konzept künstlerisch und organisatorisch im Wesentlichen aufgegangen ist, kann ja heute niemand mehr bestreiten. Man mag an einigen Punkten die Umsetzung hinterfragen, aber die Provokation, das Ärgerliche und an einigen Stellen auch das Grenzüberschreitende gehören eben dazu. Und wie es ohne das Aufeinanderprallen von Gegensätzen keine gesellschaftliche Entwicklung gibt, kann es ohne Kontroverse eben auch keine Kunst geben, die in der Lage wäre, die Spannungsverhältnisse ihrer gesellschaftlichen Bedingungen zu artikulieren. Aber hierfür müssen eben auch die ökonomischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und darüber müssen wir uns nahezu unterhalten. Ob verstärktes Sponsoring oder ein verschärfter Kommerzialisierungsdruck dabei die Lösung sind, wage ich allerdings zu bezweifeln. Sinnvoller finde ich es da, wie von Herrn Geselle vorgeschlagen, die Dokumente auch als eine für die Bundesrepublik als Ganze
bedeutsame Kunstausstellung zu begreifen und sich darum zu bemühen, den Bund als weitere Gesellschaft damit zu konstruieren. Also, anstatt hier zum Kulturkampf zu blasen, alte Rechnungen zu begleichen, sollten wir eine rationale Entscheidung treffen und die heißen wir uns heute, der Bürgschaft der Stadt Kassel zuzustimmen und perspektivisch eine Debatte über die Struktur der Dokumente zu führen, und zwar mit einer Zielrichtung, bei der die kontroverse Qualität und subversive Schärfe, die zeitgenössische Kunst eben braucht, um ästhetisch und gesellschaftlich wirken zu können, nicht in Kosten und kommerzialisierten Zwängen verloren wird. Danke.